Was taugen eigentlich Influencerinnenbücher? Ich habe diese drei Bücher gelesen und möchte sie euch bewerten, und zwar nach Sprache, Spannung, Inhalt und Gesamteindruck. Fangen wir vorne mit Carmen Kroll, aka Karmuschka, an. Carmens Buch habe ich tatsächlich in der Bücherei ausgeliehen und letztes Jahr im Sommer als Vorschlag in der Bücherei gegeben, dass wir uns das doch besorgen sollten. Und das ist das Buch, wo ich mir denke, ich bereue es, dass ich es mir nicht gekauft habe. Es ist autobiografisch angehaucht, erzählt ihre Geschichte, aber immer mit wundervollen Weisheiten dabei. Ich habe das letztes Jahr im Sommer im Urlaub innerhalb von einer Woche durchgesaugt mit zwei Kindern im Urlaub. Also meine Mittagspause war Mittagspause, als wir Mittagsschlaf gehalten haben, echt gut gefüllt. Inhaltlich würde ich noch dazu sagen, dass es schöne, motivierende Weisheiten gibt. Ich selber kann mich gut mit ihr identifizieren, weil wenn sie zum Beispiel von ihrer Oma in Polen schreibt oder sowas in der Richtung, dann fühle ich das halt alles voll nach, weil ich selber auch ich fühlte die Beziehung zu ihrer polnischen Oma nach. So. Sprache ist sehr angenehm zu lesen, aber nicht so, dass es eben zu einfach ist. Das ist etwas, was ich persönlich nicht mag. Das ist allerdings eben Geschmackssache. Also ich fand die Sprache perfekt, um es schnell durchzulesen. Und die Sogfähigkeit war einfach krass, weil ich wollte es einfach... Ich glaube, ich habe eigentlich nur 2-3 Tage gebraucht. Gesamtergebnis von 5 Herzen, weil bewusst mit Herz, sage ich dir am Schluss. Dann kommen wir zu Michael Nass. Das ist das erste Buch, das ich von ihm gelesen habe. Ich glaube, das ist sein 7. oder 8. oder 9. Werk. Er ist berühmt geworden für das Buch Generation beziehungsunfähig. Von dem Buch hatte ich nämlich auch schon mal gehört. Muss ich mir auch mal holen. Ich habe das gekauft und muss sagen, ich bereue nicht, dass ich es gekauft habe. Ich habe mir nämlich einiges angestrichen. Es ist nicht richtig autobiografisch. Er erzählt Geschichten von sich selbst, aber man weiß nicht genau, sind die Geschichten wahr oder nicht. Er selbst würde übrigens gar nicht sich selber Influencer schimpfen. Ne? Also es hängt ja auch davon ab, würde ich selber über mich auch nicht, wie man sich selber definiert oder wie man selber Influencerin definiert. Die Sprache ist der Wahnsinn. Es ist ein Gedicht. Ich liebe das. Es ist literarisch, sprachlich das Beste von den drei Büchern, definitiv. Sogfähigkeit ist nicht so krass, weil so viele Kurzgeschichten darin vorkommen, was ich auch wieder mochte, weil ich habe das wieder im Urlaub gelesen und dann nach dem Urlaub weitergelesen, also ich habe ein bisschen länger gebraucht, aber man hat mit jeder neuen Geschichte einfach wieder direkt Anschluss gefunden. Einige Weisheiten sind da drin, die einen zum Nachdenken anregen. Und was ich persönlich beeindruckend finde, ist, dass er auch recht politisch in seinem Buch ist, also er gibt seine politische Meinung kund und alles Mögliche, seine Meinung frei Schnauze. Und man muss nicht mit ihm übereinstimmen, aber ich finde, in unserer heutigen Gesellschaft, in der sich immer weniger Menschen trauen, ihre Meinung wirklich zu äußern, finde ich es einfach nur geil. Kann ich nicht sagen. Gesamtbewertung kommt gleich am Schluss. Caro Kawas Buch ist ein Buch, da muss ich sagen, es ist sprachlich super leicht geschrieben, also nahezu so blockmäßig. Ist für mich für ein Buch nicht so angenehm, weil es mich dadurch, dass ich die Sprache nicht so angenehm finde, nicht so fesselnd für so einen langen Text, sage ich jetzt mal. Ich habe es gekauft, hätte ich es mal bei der Bücherei vorgeschlagen, weil hier habe ich nichts, was ich mir anmarkern kann. Aber sie macht ja genau das, was sie eben gesagt hat, wie ich meine Marke erfolgreich aufgebaut habe. Und ich empfinde es inhaltlich so ein bisschen, also ich kann mir daraus nichts ziehen. Das hört sich jetzt voll grausam an. Also sie feiert ihre Community extrem. Das wäre etwas, was ich sehr schön finde. Und ich habe selber ja ein Modelabel als Influencerin oder Content Creatorin. Und selbst das thematisiert sie. Das fand ich wiederum spannend, dass sie diese Begriffsunterscheidung halt thematisiert hat. Und sie beschreibt halt, es ist sehr autobiografisch, es ist ihre Geschichte mit ihrem Unternehmen. Mir fehlt sehr viel... Man kann das gar nicht so vergleichen mit, wie persönlich zum Beispiel Carmen in ihrem Buch wird. Es ist wirklich ein Businessbuch, sage ich mal. Und ich empfand es nicht so als, wie soll ich das sagen? Die Ansätze sind, glaube ich, gut, aber ich empfinde es nicht als tief genug. Also es hat mich nicht innerlich, inhaltlich richtig berührt. Oder motiviert oder zum Reflektieren gebracht, irgendwie sowas in der Art. Dadurch empfinde ich es auch nicht so als fesselnd. Aber es sind, wie gesagt, ein paar richtig gute Ansatzpunkte drin, ne?
Gesamtbewertung. Ihr sollt immer noch immer wissen, das ist natürlich einfach nur meine Meinung und mein Empfinden. Jeder hat andere Empfinden, was er toll findet. Ich zum Beispiel lese halt kaum Romane. Jeder hat einen anderen Geschmack, für was er gerne liest oder sie gerne liest. Aber Carmen, nach meiner eigenen persönlichen Bewertung, 5 von 5 Herzen, Alter, tolles Buch. Ich überlege immer noch, es mir nochmal zu kaufen und nochmal zu lesen, weil ich selber an meinem eigenen Buch sitze. Michael Nast, definitiv 4 von 5 Herzen. Ich bin gespannt, wie ich seine anderen Werke finde. Also er hat mich auf jeden Fall motiviert, auch seine anderen Werke mir mal auszuleihen. Aber ich freue mich trotzdem, das zu haben. Und Karokawas Buch. Ein von 5 Herzen, schweren Herzens. Hat mich einfach nicht gepackt. Aber wie gesagt, es ist Geschmackssache. Schreib mir gerne, wenn du eines dieser Bücher gelesen hast, wie du das empfunden hast, wie das für dich ist. Verwirrt sich Michael Nast immer so umgekehrt halt. Und ich habe schon jetzt Respekt davor, wie mein Buch dann irgendwann mal von anderen bewertet wird. Aber es hat ja noch ein bisschen Zeit. Ich habe noch ein bisschen Weg vor mir beim Schreiben.